Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir mehr öffentliche Investitionen, ja oder nein? Meine Antwort ist da ganz klar, ja, wir brauchen sie. Und das Fehlen dieser öffentlichen Investitionen ist aus unserer Sicht auch das zentrale Problem dieses Haushalts, Herr Lienkämper. Denn eins ist klar, die jetzt vernachlässigten Investitionen sind die Schulden von morgen. Und auch im Bundestag wurde in der letzten Woche der dritte Haushalt der Legislaturperiode diskutiert. Und auch dort stand im Mittelpunkt der Debatte die Investitionsfrage. Und das hat nichts, Herr Kollege Löttgen, lieber Bodo Löttgen, ist er noch da? Nein, ist er nicht, aber das hat nichts. Doch, da ist er. Lass ihn reden, ich erkläre es ihm nachher, denn das hat nichts einfach mit Geld ausgeben zu tun, sondern es kommt darauf an, wofür man Geld ausgibt. Und auch immer mehr Ökonomen, Herr Rascher, auch eher, die Sie nahestehen, immer mehr Ökonomen in dieser Republik fordern angesichts schwächelnder Konjunktur, stockender Weltwirtschaft, zurückgehender Wachstumsprognosen, haben wir ja auch schon gemerkt, die Steuern werden weniger, drohende Handelskonflikte. Sie fordern lang angelegte öffentliche Investitionsprogramme oder Investitionsfonds, Sondervermögen, drängen Politik auf Entscheidungen. Und Herr Lienkämper, das hat nichts mit Panikmache zu tun oder Untergangsszenarien. Das ist einfach Realitätssinn, den Sie sich auch hier vielleicht mal aneignen müssen. Denn das, was da auf uns zukommt, da müssen wir uns darauf vorbereiten und nichts anderes mahnen Ökonomen an. Und da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht beim Schuldenmachen und da sind wir auch noch nicht bei der Debatte um die schwarze Null. Denn schaut man in die Zahlen des NRW-Haushalts, sehen wir hier, wir haben gegenüber 2019 2 Milliarden Euro mehr Haushaltsvolumen. Und dann schauen wir uns die Investitionsausgaben an. Die steigen, während wir 2 Milliarden Euro insgesamt mehr haben, um mickrige 100 Millionen Euro von 7,9 auf 8 Milliarden Euro. Da kann ich Ihren gerade vollmündig angekündigten Investitionsschwerpunkt nun wirklich nicht erkennen. Und man glaubt es kaum, schaut man in die mittelfristige Finanzplanung, man fasst es nicht. Da sollen sogar bis 2023 die Investitionsmittel sinken auf 7,8 Milliarden Euro bei gleichzeitig weiter steigendem Haushaltsvolumen. Von einem Finanzminister, Herr Lienkämper, der seit Amtsbeginn über 7 Milliarden Euro Mehreinnahmen an Steuern in der Kasse hat. Herr Lienkämper, da können die Menschen in diesem Land erwarten, dass Sie mit diesem Geldsegen eine Finanzplanung vorlegen, die Antworten gibt auf die Herausforderungen der Zukunft. Und genau das tut dieser Haushalt einmal mehr nicht. Und schaut man auf den bundesweit dramatischsten Investitionsstau in öffentliche Infrastruktur, dann sind wir gerade in NRW zwangsläufig bei den Kommunen. Denn bundesweit klafft in den Städten und Gemeinden eine Investitionslücke von sage und schreibe 140 Milliarden Euro. Und die Auswirkungen sehen wir doch jeden Tag in den Regionen, im Bergischen Dreieck, im Ruhrgebiet oder anderswo. Das sind marode Schulgebäude, das sind Schwimmbäder, die kurz vor der Schließung stehen. Das sind Straßenschäden, das können Sie jeden Tag sich anschauen. Da fahren auch Sie, Herr Löttgen, jeden Tag durch. Ja? Und mit 1.262 Euro pro Kopf Verschuldung, nur über die Kassenkredite, also dem Dispo in unseren Kommunen, liegen wir mit dieser Pro-Kopf-Verschuldung in NRW hinter Saarland und Rheinland-Pfalz bei den am höchsten verschuldeten Städten und Gemeinden. Und nur mal zum Vergleich. Baden-Württemberg hat jeder Einwohner, jeder Einwohnerin 22 Euro Schulden und in Bayern sogar nur 13 Euro. Wir haben in NRW, Sie und ich, Herr Löttgen, Sie und ich haben 100-mal mehr Schulden hier in Nordrhein-Westfalen, in den Kommunen als in Bayern. Von gleichwertigen Lebensverhältnissen kann doch da schon längst keine Rede mehr sein. Und jeder weiß, aus eigener Kraft können unsere Kommunen es schlichtweg nicht schaffen, jetzt die notwendigen Investitionen zu stemmen und gleichzeitig ihre Schulden abbauen. Und das sind nicht nur ein paar kaputte Schwimmbäder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht nur bröckelnder Putz von der Fassade. Das ist
Lebendige Kultureinrichtungen, Stadtbüchereien, Sportstätten, Schulen, das ist Daseinsvorsorge und das hat sehr viel mit einer funktionierenden kommunalen Demokratie zu tun. Und schon jetzt gehen die Steuereinnahmen gegenüber den Prognosen merklich zurück. Wann, wenn nicht jetzt, Frau Scharrenbach, lösen Sie endlich Ihr Versprechen ein gegenüber den Kommunen? Wann endlich legen Sie uns hier ein Konzept für den Altschuldenfonds vor, den diese Kommunen so dringend brauchen? Und anstatt ein Förderprogrammchen hier und da mal ein bisschen mehr für Klimaschutz und noch ein Förderprogramm an der anderen Seite, wäre genau dazu, nämlich ein großes Thema, was es auch in den Kommunen ist, der Klimaschutz und die Klimafolgeanpassung, wäre dafür jetzt ein langfristig angelegtes Investitionsprogramm nötig. Vorbild aus unserer Sicht könnte hier das Programm Gute Schule 2020 sein. Ein erfolgreiches Programm, das wir meinen, auch durchaus verlängert werden müsste. Auch dazu heute kein Wort. Und ich sage Ihnen, es ist längst Zeit für ein Programm Gutes Klima 2030. Denn es kann nicht sein, dass sich nur reiche Kommunen Klimaschutz leisten. Und das lösen Sie auch mit den ganzen Förderprogrammen nicht, das Problem. Da geht es um Frischluftschneisen, da geht es um Entsiegelungen, da geht es um energetische Gebäudesanierung, Dachbegrünung und so weiter und so fort. Düsseldorf kann sich das leisten, andere Städte nicht. Also, wir brauchen nach Gute Schule 2020 ein Programm Gutes Klima 2030. Und Investitionsstau im Land auch bei den Hochschulen und den Studierendenwohnheimen, von denen die Hälfte dringend sanierungsbedürftig sind. Es drohen bald Schließungen und das bei der großen Wohnungsnot in unseren Städten. Die Studierendenwerke beziffern die Mittel für ein Sofortprogramm auf 300 Millionen Euro, langfristig auf 700 Millionen Euro. Zu diesem Investitionsbedarf, Herr Lienkämper, habe ich heute nichts, aber auch gar nichts von Ihnen gehört. Diese Hilferufe überhören Sie geflissentlich bei Ihren Haushaltseinbringungen. Und Sie sind gerade dabei, noch ein zentrales Wahlversprechen zu brechen. Das große Wahlversprechen, Frau Gebauer, was Sie im Wahlkampf wurde das von Klaus Kaiser, damals schulpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, aber auch von der FDP rauf und runter gefordert, die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer endlich mit A13 zu besolden, wie andere Lehrkräfte auch und wie sie es auch verdient hätten. Angesichts des jetzt sich verschärfenden Lehrermangels kommen Sie in einer Pressekonferenz bei den Grundschulen kommen Sie mit dem Vorschlag, wir müssen jetzt mal wieder diese verpflichtenden Prüfungen zum Übergang fürs Gymnasium machen und wir brauchen dies und jenes. Aber die zentrale Antwort für eine gute Grundschule und für den Lehrermangel ist eine anständige Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer. Und diese Antwort geben Sie mit diesem Haushalt wieder nicht. Stattdessen gibt es im Kabinett Laschet überhaupt keine Hemmung, die Ministerialbürokratie weiter aufzublähen. Nochmal 73 Stellen. Herr Lienkämper, geht sowas bei Ihnen? Wird das einfach abgezeichnet, wenn da die Anmeldungen der Kollegen kommen? Hinterfragen Sie das mal, wofür die jetzt alle nochmal 73 Stellen mehr brauchen. Sie haben einen Halbzeitrekord. Ein Halbzeitrekord Ihrer Regierung. Unfassbar. Ich glaube, es ist die einzige Regierung, die das geschafft hat. Zusätzlich 525 neue Stellen in den Ministerien. Und Frau Gebauer, wie erklären Sie so etwas eigentlich Ihren überlasteten Lehrerinnen und Lehrern? Warum hier beim Finanzminister diese Stellen genehmigt werden und für Ihre Lehrerinnen und Lehrer hier nichts übrig bleibt? Und Herr Lienkämper, ein Finanzminister, der hier so mit der Gießkanne bei den Ministerien und anderswo übers Land geht und nicht sieht, wo mehr Düngung oder mehr Wasser für ein gutes Wachstum benötigt wird. Herr Lienkämper, Ihnen fehlt da nicht nur der grüne Daumen, Ihnen fehlt hier tatsächlich ein Kompass für eine nachhaltige Finanzpolitik. Und die Fortsetzung des größtmöglichen Gegensatzes zwischen Reden und Handeln findet sich in Ihrer Klimaschutzpolitik, Herr Pinkwart. In nahezu jeder Rede des Ministerpräsidenten und auch bei Ihnen hören wir das Mantra der 1:1-Umsetzung des Berichts der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Ja, machen wir mal den Faktencheck.
handelt diese Regierung auch wirklich danach? Liest man den Bericht, findet man auf Seite 21 folgenden Passus. Ich zitiere aus dem Bericht. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf 65% ist eine ausreichende Flächenausweisung notwendig. Hört, hört. Insbesondere müssen für Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen Flächen in relevanter Größe ausgewiesen, akzeptiert und genehmigt werden. Und was macht die Landesregierung? Sie machen genau das Gegenteil. Mit der Vorlage, mit der Verabschiedung des LEPs reduzieren sie diese geforderten Flächen der Kommission um mehr als die Hälfte. Und dann verkünden sie dann in ihrer Energieversorgungsstrategie noch vollmundig, wir verdoppeln mal eben den Strom aus Windenergie bis 2030. Rechnen wir mal. Das heißt übersetzt ein Zubau von 700 Megawatt jährlich im Bereich Wind. Im ersten Halbjahr waren es allerdings gerade mal magere 42 Megawatt. Das kann sich doch jeder ausrechnen. Herr Pinkwart, so wird das nichts mit der Energiewende. Ja? Okay, ich weiß, wenn Sie jetzt hier antworten könnten, dann käme jetzt das Genöle über die langen Genehmigungsverfahren, der bürokratische Ausschreibungsbedingungen in Berlin, die fliegenden Kargen und dann noch die ganz und die fehlende Akzeptanz vor Ort, ist ja alles ganz schlimm. Das mag ja vielleicht auch alles zutreffen, wo Sie immer auch und gerne drüber jammern, aber ich frage mich, erstens, warum blockieren Sie dann in Ihrem eigenen Verantwortungsbereich, dort, wo Sie es voranbringen können, den Ausbau von Windenergieanlagen, wo es nur geht? Und zweitens, warum setzen Sie sich dann nicht auf Bundesebene für bessere Bedingungen ein, anstatt mitzujammern? Ich meine, der Ministerpräsident gehört der Regierungspartei in Berlin an und sitzt da sogar im Bundesvorstand. Will oder kann er sich da nicht durchsetzen? Entfesseln Sie doch mal da ein wenig mit. Ich glaube, dann werden wir weiter. Und das Umweltbundesamt rechnet vor, bei einem Mindestabstand von nur 1.000 Metern, wie gesagt, Sie leisten sich ja 1.500, aber wenn wir nur 1.000 Meter zur Wohnbebauung bundesweit hätten, würde das gesamte Leistungspotenzial in Deutschland von 80 GW auf 40 bis 60, also mithin fast die Hälfte, reduziert. Das heißt, mit einer Reduzierung der Flächen, so wie Sie es hier tun, können die Ausbauziele nicht erreicht werden. Das heißt, Sie setzen den Kohlekompromiss nicht nur nicht 1:1 um, wie Sie uns immer glauben machen wollen, sondern Sie sabotieren ihn, wo Sie nur können. Und Sie gefährden damit die Energiewende in NRW. Und dann glauben Sie auch noch, die Leute würden sich so für dumm verkaufen lassen, dass sie das nicht merken. Und ich war vorletzte Woche beim Sommerempfang des Landesverbandes Erneuerbare Energien. Und Ministerpräsident Laschet war auch dort. So, und da berichten Betreiber von Windenergieanlagen, Mittelständler aus dem ländlichen Raum, nicht unbedingt grünes Wählerklientel, um es gleich dazu zu sagen, die berichten von ihren Problemen. Woran es denn nun liegt, dass diese Branche stockt, die prekäre Situation allenthalben bekannt. Und dann kommt genau, sorry, Herr Pinkwart, es kam genau auch wieder diese Abstandsflächen. Und ein Windmüller berichtete, dass er es geschafft hat, in seinem Bereich eine Akzeptanz zu schaffen, auch für Windräder unter 1.000 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Bietet Konzepte an, bietet Hilfe an. Da werden Hände gereicht für zukunftsfähige Arbeitsplätze, für Wertschöpfung, für eine Unterstützung ihrer Klimaschutzziele und für eine Umsetzung der Ergebnisse der Kohlekommission. Und was ich dann rational bei all diesen Angeboten und guten Vorschlägen, die da gekommen sind, was ich rational wirklich nicht mehr annähernd nachvollziehen kann, Herr Pinkwart und Herr Laschet ist jetzt nicht da, diese Angebote richteten sich an ihn. Warum man diese ausgestreckten Hände einfach ausschlägt, das ist mir nicht mehr verständlich zu machen. Und dann kommt an Ihre Begründung, naja, sollen die Windräder doch im Norden gebaut werden, da weht ja auch mehr Wind. Herr Pinkwart, dann können Sie die energieintensive Industrie gleich mit an die Küste schicken, denn da wird dann der Strom produziert, den diese Industrie hier bei uns braucht. Und mit dieser Strategie vertreiben Sie die Industrie aus unserem Land. Sie verhindern nachhaltige Wertschöpfung und Sie gefährden zukunftsfähige Arbeitsplätze. Das ist tatsächlich rational nicht mehr nachvollziehbar. Das ist irrational, das ist ideologisch gesteuerte Politik,
die ihren vollmundigen Bekenntnissen zur Umsetzung des Kohlekompromisses Lügen straft. Und glaubwürdig, überhaupt nicht glaubwürdig, ist das neue grüne Mäntelchen des Ministerpräsidenten in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Über den Sommer konnten wir hier eine Strategie, aber keinen Politikwechsel beobachten. Staunend las ich am 10. August das Interview des Ministerpräsidenten in der Bild am Sonntag. Der selbsternannte Baumschützer Laschet fordert dort sehr fotogen an einem Baumstamm gelehnt zur Rettung unseres geschundenen Waldes eine Baumprämie, damit das alles mal wieder aufgeforstet werden kann. Sah gut aus, das Foto. Aber er will es finanzieren, man höre und staune, durch eine CO2-Bepreisung, die aber mit dem Vorschlag der NRW-CDU auf Bundesebene gar nicht kurzfristig verfügbar ist. Aber man haut schon mal so einen Vorschlag raus, hört sich irgendwie gut an, das Bild ist gut und auch genauso der fotogene Auftritt bei der Artenschutzkonferenz kam tatsächlich für nette Bilder. Aber schaut man mal hinter diesen Bildern, es ist nur ein grünes Mäntelchen, das Sie mit Ihrer Politik nicht ausfüllen können. Denn wenn Sie das alles ernst nehmen, was Sie da an Bilder produzieren von der Staatskanzlei Leminski, Sie werden das ja sicher alles mit vorbereiten, diese fotogenen Auftritte des Ministerpräsidenten. Wenn Sie das alles ernst nehmen, machen wir doch mal einen Faktencheck, dann würden Sie nicht gleichzeitig alle Maßnahmen zur Reduzierung von Insektiziden blockieren oder mal eben den Nationalpark Senne aus der LEP-Planung streichen oder mit dem Landesentwicklungsplan den Flächenfraß vergrößern oder die Massentierhaltung mit den negativen Folgen für Umwelt und Natur erleichtern. Und gerade am Wochenende konnten wir bei Westpol wieder Bilder sehen, die schockierend waren. 2 Jahre nach dem Schweinemastskandal beim Hof Schulze-Vöcking. Wieder solche Bilder aus dem Kreis Steinfurt. Was haben Sie denn in den 2 Jahren getan, damit dieses Elend in den Ställen von Nordrhein-Westfalen endlich ein Ende hat? Oder was Sie auch in reale Politik hätten umsetzen müssen, Sie hätten das ökologische Jagdgesetz nicht rückabwickeln dürfen, das Klagerecht für Tierschutzverbände abschaffen und so weiter und so fort. Herr Ministerpräsident, bevor Sie sich da weiter an Bäume im Sauerland lehnen, ich mache Ihnen einen Vorschlag, was Sie morgen in eigener Verantwortung für unseren Wald stattdessen ganz konkret tun und was wir Ihnen heute vorschlagen. Legen Sie einen Waldfonds auf, um Waldflächen von Privatbesitzern aufkaufen zu können, um ihn dann nachher naturnah zu bewirtschaften. Das muss noch nicht mal als Staatsforst passieren. Das kann man in Genossenschaftsmodelle überführen. Aber damit haben Sie Waldflächen in die naturnahe Bewirtschaftung rübergereicht. Das wäre ein Fonds, das sind Investitionsmittel, wo Herr Liedenkämper ja meint, die hätte er alle nicht. Aber genau das sind die Antworten auf die Fragen, die uns gerade gestellt werden, wie wir im Umwelt- und Naturschutz vorankommen. Und das, glaube ich, hilft mehr als Ihre netten Bilder mit den Bäumen. So, und sind wir mal bei den Bäumen, geschickte Überleitung, sind wir beim Hambacher Wald. Und auch hier hat glaubwürdig Horst, der Horst hat da, glaube ich, nichts mit zu tun. Ach, Horst, Entschuldigung, Herr Witzel, das dachte, das wäre ein Witz. Okay, Glaubwürdigkeit, aber Hambacher Wald, Glaubwürdigkeit und Vertrauen hat diese Regierung auch hier gründlich verspielt. Sie haben sich willfährig in den Dienst, Herr Laschet, von RWE und nicht des Landes gestellt. Mit dieser einseitigen Interessensvertretung haben Sie den Konflikt vor Ort angeheizt, nicht befriedet, wie es Ihre Aufgabe gewesen wäre. Und diese Geschichte ist für uns noch nicht zu Ende erzählt, solange Sie, Frau Scharrenbach, das Märchen der Räumung allein aus dringendem Handlungsbedarf wegen Brandschutz weiter erzählen. Wir werden heute in der Fragestunde Sie da nicht rauslassen und wir verlangen von Ihnen hier volle Transparenz und nicht diese Scheintransparenz, die mit den Aktenordnern gegeben worden zu sein. Und am Ende, weil es ja sonst niemand tut, lobt sich diese Regierung Laschet am liebsten selbst. So im ADAC-Podcast am 1. August, wo Sie, Herr Laschet, sagten, ich zitiere, diese Regierung ist die beste, die es gibt, weil sie harmonisch zusammenarbeitet, nicht streitet, sich nicht zusammenraufen muss. Und jetzt kommt der bemerkenswerte Satz, es existiert in ganz Deutschland keine Regierung, die so gut funktioniert. Wow! Bemerkenswert ist, bevor Sie jetzt alle anfangen zu klatschen, bemerkenswert dabei ist,
dass Herr Löttgen, Herr Laschet, nur Sie das so bewerten, ja? Schaut man auf die Meinungsumfragen, Ihre Regierung hat seit der Wahl nicht in einer einzigen Meinungsumfrage bei den Menschen in diesem Land mehr eine Mehrheit bekommen. Und Herr Ministerpräsident, schaut man auf Ihre Beliebtheitswerte, naja, gelinde gesagt, sind die sehr bescheiden. Ich glaube, Sie sind gerade auf dem vorletzten Platz. Na, immerhin nicht letzter, ist auch okay. Aber ob es das... Und Sie haben Ihr Regierungsprinzip, Hauptsache Frieden am Kabinetttisch. Das müssen ja immer unglaublich nette Kaffeekränzchen sein, die Sie da haben. Aber das zum... Ja, ist vielleicht ganz nett, aber es ist gut und schön, aber regiert man so ein Land, wenn das zum Selbstzweck verkommt, Hauptsache Frieden beim Kaffeekränzchen, ja, Herr Löttgen, dann bleiben wichtige Entscheidungen auf der Strecke, weil dann verkommt das Prinzip Harmonie für immer und überall wird die Soße drüber gekriegt, jeder kriegt was. So löst man hier nicht die entscheidenden Fragen, die sich bei uns stellen. Herr Ministerpräsident, einer Ihrer zentralen Wahlkampfslogans, ich glaube, schön groß auf diesen Wesselmännern, gedruckt, zuhören, entscheiden, handeln. Wir sind bei der Halbzeitbilanz angekommen, Herr Ministerpräsident, und dieses große Versprechen verkommt zur hohen Phrase. Denn bei der Menschheitsherausforderung, Achtung, Zitat Bundeskanzlerin Merkel, bei der Menschheitsherausforderung Klimaschutz hören Sie nicht denjenigen zu, die zum Gelingen beitragen können und wollen, sondern vor allem den Mahnern und Bremsern. In der Haushalts- und Finanzpolitik stellen Sie, Herr Lienkämper, noch nicht einmal die entscheidenden Fragen, geschweige denn treffen die richtigen Entscheidungen. Und beim Umwelt- und Naturschutz, Herr Ministerpräsident, da können Sie noch so viele Bäume in der Eifel, im Sauerland oder im Münsterland umarmen. Es glaubt Ihnen niemand, Ihre neu entdeckte Empathie für Bäume und Bienen, wenn Sie nicht auch danach handeln. Und das tun Sie nicht. Wenn ich Sie jetzt fragen würde... Nach der Debatte, ich habe Herrn Höttgen gehört und Herrn Lienkämper zugehört, wie gehen Sie in die zweite Halbzeit dieser Legislaturperiode? Dann zeigt diese Debatte, Sie haben sich für ein Weiter-so entschieden. Wir Grüne sagen dazu nein, auf keinen Fall. Ihr Mantra von Maß und Mitte, ich glaube, ich habe es heute gefühlt 20 Mal gehört, Ihr Mantra von Maß und Mitte, und was sagt Herr Lienkämper, dann machen wir mal alles ganz gelassen und harmonisch. Dieses Mantra zeugt nicht von Haltung, sondern das ist eine Politik, die den Kopf in den Sand streckt. Und das kann dieses Land derzeit nicht gebrauchen. Dieses Land braucht eine mutige, eine glaubwürdige, eine wahrhaftige und eine ehrliche Politik, die sich nicht vor notwendigen und eben manchmal auch unbequemen Entscheidungen drückt. Und das heißt, Herr Laschet, liefern Sie endlich.